Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir, MerkTV. Heute wird es hart für mich. Und bevor ich schneller sitze, noch einfach will ich noch schon sagen, heute bleibe ich für insgesamt die ganze Nacht im Bar hier in Kassel. Ich versuche die ganze Nacht in Kassel hier zu bleiben. Es ist jetzt, warte, schnell kommt mir auf meine Uhr, bevor der Zug umfällt. Es ist 21.17 Uhr und ich bleibe bis 7 Uhr morgens hier am Bahnhof. Beziehungsweise ab 4 Uhr will ich dann nach Hauptbahnhof fahren. Aber ansonsten, das wird schon mir hart gehört. Wünsche mir Glück und viel Spaß für diese etwas Gruselfolge. Und los geht's mit der Einfahrt des ICE. Alter, fällt er langsam ein. Später vom Gleis 2.
2, bitte steigen Sie ein. Die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Das ist der Intercity von Gera, der ab morgen ab kurz vor 7 oder kurz vor 6. Ne, kurz vor 7 dann wieder in Betrieb ist. Ist nur eine stinknormale Verkehrsbahn-Lok leider. Schade. Bist du ein Fan von Trainspotting, Gaming oder Streaming? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Willkommen bei Schiene und Weiche, deine ultimative WhatsApp-Community-Gruppe. Teile deine Leidenschaften, finde neue Freunde und erlebe unvergessliche Momente. Schiene und Weiche, wo Trainspotting, Gaming, Streaming aufeinandertreffen. Tritt unsere Gruppe bei und werde Teil einer wachsenden Community von Team Maxwell TV. Scan einfach den QR-Code oder folge dem Link in der Beschreibung. Wir sehen uns in der Gruppe. Schiene und Weiche. Deine Community wartet auf dich.
Gleis 4, Einfahrt ICE 580 vom München Hauptbahnhof. Ankunft ursprünglich 22.34 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Jetzt kommt der letzte ICE des Tages. Hinweis: Das Rauchen im Bahnhof ist nur in den gekennzeichneten Raucherbereichen gestattet. Das ist der letzte ICE und jetzt, ab jetzt fährt bis 6 Uhr kein ICE mehr. Kein Verkehrsflugzeug mehr. Und tschüss. Der letzte ICE des Tages, ja, ab jetzt bis um 6 Uhr fährt kein ICE mehr hier lang. Höchstens könnte vielleicht Durchfall, aber halten keine mehr. Der letzte RE30 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof abgefahren. Ab jetzt verkehrt bis 4 Uhr und noch was, kein RE30 nach Frankfurt. Das ist die letzte RE5 von Fulda. Jetzt in Kassel, vielleicht nach Kassel auf oder für heute, glaube ich.
letzte Zug für heute, des Tages. Der R98er Dreiser von Halle B.
Das ist auch ungewöhnlich. Einfach immer das Ginkel ist grün. Ach, die rangiert. Ja, moin. Bringt du das Gegenteil Anzeiger? Wenn man jetzt so schnell doch die Perfekte drauf geht da. Oha! Ich mach mal aus der Zukunft. Ich wollte mal schnell bei Scheiß kriegen. Ich habe ab jetzt keine Aufnahme mehr. Es war dann 3.45 Uhr ungefähr, die Zeitpunkt. Und ich hatte einfach mal, war so einfach so müde und habe dann irgendwann bis 4 Uhr dann über Kasper den Hauptbahnhof gefahren und gucken, aber da war es einfach nichts Wirkliches und da habe ich einfach 5 Uhr aufgehört. Trotzdem, ich habe dann auch noch bis 6 Uhr durchgemacht. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne beim nächsten anderen Video vorbei. Bis dann. Und ciao, ciao.